Hallo, herzlich willkommen, ich rüge. Get a first rank in Ranked 2 X4. Nope, not gonna happen, because we are playing solo. So wie ich jeden Abend im Bett. Nein, Quatsch. War gar nicht so lustig. War traurig. The Dusk is always ready for a fight. Haben wir den Tusk mal rauf und guck mal, was so geht. Oh, what? Oh, Shield! Die Überblick der Items, na endlich! Ist das schon lange da? Also, mittlerweile echt. Puh, eine Menge dazugekommen, ne? Lotus Orb? Oh, yes! Okay. Oh yes, wir haben jetzt neue Strat. Wir behalten die Kisten bis Runde 10. Warum? Keine Ahnung, wir tun es einfach. Wer braucht denn schon Items, hä? Ist immer verlockend, den Moll zu spielen. Und warum tust du es denn nicht dadurch? Weil ich dumm bin. Ganz einfache Geschichte. Ich habe tatsächlich auch wieder richtig Lust. Ich hoffe, leider wird das nicht passieren, weil nur einmal im Monat ein großes Update kommt. Ich hoffe trotzdem, dass bald wieder ein Update kommt. Das letzte große war ja schon, ne? Wann war das letzte große? Ja, wobei, das sehe ich nicht als das Update an hier. Das sind so Performance-Dinger gewesen. 31. Oktober war das große, ne? Glaube. Aber es könnte auch zum Season-Ende gewesen sein, deswegen, I don't know, not quite sure, to be honest. To be honest. Is one way follows another. My quiver and bow are ready. Okay. Bang, 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 bang. Einer hat uns schon verlassen. Porn 9. Wir haben Bishop 3 hier drin. Und das war's an Leuten, die einen höheren Rang haben. Ich glaube, die Kisten sind predetermined. Also ich glaube, die sind jetzt so gefüllt, wie sie gefüllt wären. Ich glaube nicht, dass sie mit einem höheren Level bessere Sachen drin haben, oder? Das ist pretty sick. Das ist pretty, pretty sick. Ich weiß nicht, ob das predetermined ist. Das bedeutet, die Kisten sind jetzt vorgefertigt. Und die Sachen verändern sich darin nicht mehr, weißt du? Oder ob wir dann in Runde 10, wenn die nächste Neutral-Runde kommt, bessere Items haben. Oder ab Runde 20, 15, wie auch immer. Noch nicht so sicher, ob das so gehandhabt wird und ob da irgendwelche offiziellen Infos dazu gibt. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir gerne mal Feedback da lassen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du die Kisten horten kannst. Ich glaube, das hätten andere Leute schon längst erledigt. Okay, der spawnt hier ganz schön viel Mist, ja. Schmeiß den aber mal. Ah ja, okay. Oder so. Wir verlieren die Runde. Oder? Ja. Das ist sick. Venomancer? Okay. Der olle Venomancer also, ja. Dun,
dung, 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 dung. Auch interessant. This is consumable item for your career. Click to open, choose one reroute from three random items. Es könnte sein, dass es erst generiert wird, wenn du raufklickst. Ich halte das nicht für so unwahrscheinlich, aber... das machen wir so. Ich könnte noch... Ich könnte den Ork noch mit draufstellen. Dann bleiben so. Das Problem ist, es lohnt nicht bis Level 10. Ich müsste mindestens bis Runde 20, glaube ich, warten. Ich weiß nicht, ab wann... Okay, ich müsste mich mal umschauen. Also, wenn das Konzept stimmt, dass wenn du klickst, dann die Items generiert werden, dann macht es Sinn, im Early Game diese Items halt nicht zu öffnen, damit du halt gute Items bekommen kannst, wenn es soweit ist. Und wann ist es soweit? Ich glaube, ab Runde 25 kriegst du halt sowas wie Demon Edge und Hyperstone und so weiter. Vorher kriegst du, glaube ich, die Sachen nicht. Du kriegst halt Mithril Hammer, Javelin, sowas in der Richtung. Oder die Ringe. Aber ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, ab Runde 25 kannst du halt die nächste Stufe der Items erreichen. Und dann würde es ja Sinn machen, dass du die Kisten hortest. Jedenfalls in meinem kleinen Schädel. Sieben, acht Gold, ne. Ich kann ja kein Gold sparen, beziehungsweise ein Gold mehr bekommen, das ist nicht möglich. Ebenfalls Tastlevel 2. Ist Level 2, 4, 5. Das war so angehalten, dass ich dachte, er wäre Level 6. Hat er mich gemein äfft. Oh. Kommt hier nichts mehr. Das ist schade. Ark hier Assassin, Naga Assassin. Die beiden Wizards schon wieder. Leveln können wir nicht. Und mal hoffen, dass wir die Runde auch noch überstehen können. Ich stell dich jetzt mal um. Ja, wobei, du bleibst hier stehen. Okay, das ist. Das wäre zu schaffen. Er hat kein Mana-Item. Ist okay, du schmeißt ihn, bevor er seine Rockets raushaut. No, tust du nicht. Trotzdem reicht's. Nee, wir spielen keine Wizards, du kommst auch weg. Pre-Leveling. Ja, der hat seine Winning Streak, die hätten wir eigentlich auch. Wenn wir nicht gegen diesen Venomancer verloren hätten. Das ist pretty interesting. Huh. Time for target. Jetzt bist du da. Wir hatten drei Hunter quasi. Drei Mages. Das ist nicht schwach. Das ist nicht schwach, auch wenn du Pure Damage machst.
Das ist nice, dass er noch so lange überlebt. I don't know. Hunter, Akia, Undead, Warrior. Wir verzichten mal auf die Hunter und ich verzichte jetzt auf die Wizards. Enchanted, I'm sure. Nightcrawler. Okay, das ist Runde 10. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die Items halt aufploppen lassen soll. Wir können es testen. Ich könnte es bis Runde 25 saven. Und dann könnten wir halt, wenn wir bis dahin überleben, und dann könnten wir halt nachschauen. Weil dann, wenn da einmal D-Manage oder sonst irgendwas drin ist in den ersten 4-5 Kisten, dann wissen wir, dass es funktioniert. Wir hätten 6 Kisten, 7 Kisten hätten wir dann zum Öffnen. Natürlich schwierig, den Überblick zu behalten, was du denn brauchst und was nicht, ne? A wolf in man's clothing. Könnte auch auf 6 Hunter, 6 Warrior jetzt gehen. Nee, könnte ich noch nicht. 5, ne? Mhm. Kaufen wir dich. Das ist der mit der Winning Streak. Den haben wir ja auch. Der Mars ist super tanky, heilige Mutter Maria. Was? Okay. Sollte wohl nicht sein mit uns. Und der Winning Streak. Noch ein Terrorblade. Level 3er. Ja? Nee, Beastmaster Level 2 macht den Sound, glaube ich, ne? Oder Timbermaster Level 2? Ah, no. Ah, nehmen wir das Gold? Nee, noch nicht. Wir bleiben so. Wir haben jetzt Orc, Beast, Warrior. Also typische Tankiness. Es fehlt halt klar der Damage. Level 2er Beastmaster. Level 2er Draw mit Mask of Madness. Stirb vor deinem Stun? No. Oh nein, das ist auch noch der Boy hier. Guck dir das mal an, er hat schon wieder hier zwei Vögel geploppt. Enchanted, I'm sure. Können wir die Runde gewinnen? Sonst muss ich was verkaufen. Wir waren auch aufs Übelste gebaitet mit dem Boy. Okay. Wenn wir nicht gewinnen, dann essen wir die Mango. I guess. Oh no! Ich bin so doof! Oh mein Gott! Viele haben wieder darüber nachgedacht, mir böse Kommentare, böse Sachen in die Kommentare zu schreiben. Hoffentlich gewinnen wir, weil dann wäre es keine Vollkatastrophe. Aber er hat nur Level 2 irgendwie.
Aber das war so doof. Okay. 3 Gold. Naja. Haben wir noch ein Biest? I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ich weiß, dass ich ja Druiden brauche, wenn ich den Lone Druid leveln will, aber. Trees are not so good with motion, you know. Was ist denn mit dem Lone Druid 2? Dieser verdammte Venomancer-Kram, ist das die Meta zurzeit irgendwie? Oder what is happening? Ey, nicht mal meine Wölfe gönnt er mir. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay, der hat 5 Assassins. 2 Mars Level 2 hat er. Er hat 1 Slug Level 2 und 2 Einer, richtig? Kommen die Wölfe. Ich glaube nicht, dass wir die so schaffen. Wir leveln mal lieber irgendwas. Hoffentlich. What the heck? Okay. Das war gut. Auch wenn wir jetzt unter 50 Gold haben. Die Runden schaffen. Ich meine, wir haben Bird, wir haben Bär. Ja, wir haben Bird, wir haben Bär, wir haben Wölfe. Ja, gut. Lightstone. Okay. Nicht geschafft. Ist ein bisschen befriedigend. In green, I go. Nächste Runde können wir aufleveln. Könnte 4 Beasts reinhauen, aber da müsste ich was ziemlich Starkes rausnehmen. Oder ich könnte noch einen Ork mit reinmachen. Das würde 3 geben, bringt auch nicht so viel. Nee, wir lassen es so, wie es ist. Ist okay. Oh, guter Call. Ja, Panda, Panda. Gut. Okay, wir haben 2 Leute, die wir zerstören könnten und Gold kriegen könnten. Ich glaube, ich sollte lieber Beasts raufhauen, oder? Nee, wir nehmen lieber, wir machen das so. Hunter? Nee. What is that? Keine erkennbare Strat.
Oh, wir kriegen ein Item. Oh! Das ist ja lustig. Jetzt haben wir noch eine Loot Treasure. Dann haben wir in Runde 25 eine Menge. Oh, what the heck? Okay. Das ist unser Boy. Den sollten wir eigentlich auch spielen. Lagerhunter. Okay. Vier Beasts. Es ist halt schon besser, ne? Aber für wen? Für den Tiny? Ich meine, wenn er Level 2 wäre, wäre das halt nicht ganz so schwierig für mich, die Entscheidung. Oh, unser Bär ist gleich down. What the heck? Okay, wir kriegen hart aufs Gesicht. Das habe ich aber nicht so erwartet. 11 Damage. Enchanted, I'm sure. Ever more venomous. Master of Beasts. Jetzt wird's interessant. Du kommst weg, du kommst zurück. Okay. Dann machen wir das erstmal so. Und jetzt hätte ich ihn noch aufs Feld stellen müssen. Oh. Lohnt nur 3? Das ist ja frech. Oh nein. Wir haben den Panda noch gespawnt. Jetzt kriegen wir noch mehr Damage. Na doch nicht. Ich dachte, wir kriegen noch mehr Wards. Come on, relax. Ich muss bis Runde 25 kommen. What is happening? Freaking hell, Alter. Walrus Punch! God damn it. Okay. Runde 20. Jetzt haben wir 4 Beasts, ne? Es gibt uns nochmal 25% Attack Damage oben drauf. Wenn die mal was spawnen würden, die Hallodries. Ring of Regeneration. Morbid Mask. Okay. Wir sind voll. Jack habe ich. Warum nicht? Die ganzen Loot Treasure. Sollen wir nicht so eine Leveln, damit wir ein bisschen sicherer unterwegs sind? Weil es sieht ja gar nicht mehr so gut aus gerade für uns. Wir haben noch 28 HP. Oh. Hunter. Level 3er Draw mit Mask of Madness. Und Maelstrom. Das sind zwei Leute mit einer 10er Winning Streak. Zwei Tinies. Ich level jetzt auf.
3 Orks. Damnation rises. Es gibt uns halt auch nicht mehr. Okay, wir versuchen es nochmal so, ansonsten investiere ich gleich mein Gold. Oh no. Okay, immerhin hat er nicht zum Spawn. Das ist ein Level 3er Mars. Ich weiß aber nicht, ob wir überhaupt was tot kriegen. Zwei, vier, sechs. Okay. Ich wollte bis Runde 25 unseren Versuch durchführen, aber ich glaube, das wird nichts. The Dusk is always ready for a fight. Mr. Zeus, was soll ich denn mit dir? Lone Druid, ja, Halleluja, Alter. All enemies evermore. Damnation rises. Oh, please, lass mich das gewinnen, ey. Hier ist ein Troll. Oh, oh. Mages. Ich zieh das jetzt durch mit den Treasure, ne? Außer ich sehe, dass wir jetzt verlieren, nur. Dann mach ich die alles schnell auf. Ne, wir haben gewonnen. Okay. Boys! Game is hard! Sharper I fight. Master of ja, Troll habe ich gesehen. Und noch ein Lone Druid. Moment. Nee, damit kann man nichts anfangen. Task. Das Problem ist jetzt, wir können ihn nicht leveln. Und wir brauchen den Platz. Und wir brauchen dich. Ach, fuck, okay. The Dusk is always ready for a fight. Ah ja, brauchen wir. Ja, das ist natürlich belastend, weil mit einem Level 3er Lone Druid wäre es gut gewesen. Oh nein, gegen den hatten wir verloren. Doom. Doom doch irgendwas! Ey, du bist... Das ist ja wohl ein Witz, oder? Come on, boys. Gut. 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 Okay. Alles gut. Kein Problem. Ja, das ist natürlich belastend jetzt gewesen mit dem Lone Druid. Aber ich hätte halt noch drei weitere gebraucht. Also zwei weitere Lone Druids oder halt noch Treehand und so ein Kram. Okay, dann haben wir Task. Ist es für Task? Ja, für... Doch, für Task, ja. 125, by the way. Wenn wir jetzt verlieren, das wäre insane witzig. Das wäre richtig witzig. Jetzt geht's ab. Wenn wir jetzt verlieren. Okay. Jetzt geht's los, Alter. Die ganzen Treasures, ey. Das schaffe ich gar nicht alle zu unboxen, quasi. Keine Wölfe. Ja, aber okay. Lands of Attack und Crown. Okay, wir machen jetzt auf. Nee, das sind die Standardgeschichten. Ring of Health. Warte. KB. Blightstone nochmal. Und Mithril Hammer nochmal. Alright, du hast jetzt das, dann geben wir dir das nochmal und das nochmal. Und auch das. Die Crown geben wir dir. Alright! Ich würde sagen, es hat nicht funktioniert.
Oh oh. Ich meine, immerhin konnten wir es austesten, falls es jetzt vorbei sein sollte. Das ist der Level 3 Alundra. Ja! Wir konnten es ausprobieren, ja? Wir haben es geschafft, bis in die Runde zu kommen. Wir konnten es ausprobieren. Und das reicht mir auch. Das heißt, ich habe es jetzt selbst bewiesen. Es ist nicht der Fall, aber ich muss gestehen. Waren in den letzten Boxen was Besseres drin? Ja, schon, oder? Mithrilhammer, ja, doch schon. Man, also die Boxen waren schon, man hat schon gesehen, die Loot Treasures waren schon unterschiedlich stark. Ah, der ist super tanky. Doch, man hat doch schon gesehen, glaube ich, dass die Predator, also die Sachen sind schon drin. Damn. Ja, der Laundry 3 hätte uns wahrscheinlich sehr geholfen, aber da hätte ich komplett umstrukturieren müssen und wir sind immerhin bis 125 bzw. 26 gekommen. Wir konnten die Sachen unboxen, uns das angucken. Wir sind quasi ins Minus gefiltert gekommen. Wir haben trotzdem gelevelt mit unserem Kurier und das ist die Hauptsache. Und ich konnte es testen, auch wenn die Folge nicht gut war oder die Runde nicht so gut war. Ich habe mich halt zu sehr darauf konzentriert. Trotzdem, was soll's. Wir gucken uns jetzt nochmal das Ende an, warum nicht, ne? Ah, diesmal verliert er. Seine Winning Streak ist over. Ist der Tanky. $19 hat der Boy hier gekriegt. 19 Gold. Auch er hat den gegen ihn gewonnen, krass. Ja, Wahnsinn, ne? Warte mal, steht das hier vielleicht sogar? Nee, stehen halt Tier 2 und so weiter, aber steht halt nicht, ab wann das drin sein kann. Tier 3, also das hier kriegst du schon bei den Vögeln. Wir hatten nur Tier 2 Items, ne? Wir hatten kein einziges Tier 3 Item. Also, was gedroppt werden kann, so wie es Hyperstone, Demon Edge, Ultimate Orb. Ne. Hatten wir nicht. Hm. Vier Beasts, vier Trolls. Und Warlocks. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Das eine oder andere Mal wurde das schon gesagt. Da ich ja wieder Dota 2 relativ viel spiele, habe ich den Sound halt hochgemacht. Deswegen sorry. Und ich muss das auch, glaube ich, im Hauptmenü gleich nochmal machen, weil er das hier nicht speichert, ne? Belastend. Naja, was soll's. Was soll's. Ja, der ist dick. Was hast du hier noch für Potenzial? Eine Viper fehlt dir nur noch. Drei PAs. Slugs fehlen dir noch zwei. Okay, du hast aber nur sechs Assassins. Okay. Interessant, weil er hat nur einen Tank. Und zwar den besten, den er haben könnte, prinzipiell. Sodass er eigentlich auf neun hätte gehen können. Vor allem, weil er auch Gold hat. Das sieht nicht so schwer aus. Gönnen wir ihm seine Viper mal, oder? Und seinen Slug. Brumm, bram, brim. Das sieht super weak aus, ne? Ist halt so Standard. 4 Undead mit Hunter. 4 Undead? 1, 2, 3, 4, ja. Und Warlocks. Hm, okay. Alchemist in der Runde 2, also in der zweiten Reihe wegen den Assassins wahrscheinlich.
Kriege. Stout Shield, und das schaffst du nicht. Morbid Mask, auch nicht geschafft. Okay. Yippie hat ein paar gute Items. Mithril Hammer. Ach, der ist rausgeflogen. Gegen die Neutrals. Die PR auch noch hier stehen hat, ne? Ich glaube, er macht das Rennen. Aber er nähert sich auch den ziemlich, ziemlich starken Chess Pieces. Und das ist eine 3er PA, 3er Viper, 3er Slark. Die sind halt schon sehr, sehr insane. Halt, das sind halt Carry, ne? Keine Supporter. Die Shadow Schamane oder so. Er hält ihn auf jeden Fall stand, ey. Keine Arkia. Level 3er Slark am Start. Er könnte sogar in derselben Runde noch, ich meine, er könnte rollen, ne? Er hat halt Geld. Könnte in derselben Runde noch easy seine Viper 3 holen oder so. Er ist sogar Level 10 und hat 6 Assassins nur. Das ist halt krass. Und er hat keine Arkia, ne? Weil wenn er mit Double Arc hier, vielleicht, okay, vielleicht sucht er noch eine Nix. Kann natürlich sein. Weil dann hätte er noch Arc hier und dann könnte er doppelt aufs Feld stellen. Und das würde ihn einiges bringen. Oh, verliert er? Oh, was hast du für Items? Nichts Krasses. Oh, ist ein 1-on-1. Der Boy, gegen den er jetzt verliert, der ist raus. Javelin. Das ist gut. Er hatte nämlich auch Mithril Hammer gedroppt bekommen, glaube ich. Ich glaube, er war das. Beide über 80% an Leben und unfassbar viel Potenzial auf der Bank. Ich glaube, dass der Yippie das Rennen macht, obwohl er hier kurz vor dem Level 3er Viper, kurz vor der Level 3er PA steht. Hast du Items auf der PA? Nein, hast du nicht. Okay, du hast Slark gestackt. Die Viper hat auch gar nichts. Da ist er doch. Okay, den wird er jetzt austauschen wahrscheinlich, ne? Weil du hast... Austauschen? 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 Hallo? Tausch doch aus! What the heck? Okay. Alter, wie tanky dieser Mars ist, ey. Oh, Haske 2. Nein, tu das doch nicht, Alter. Nimm deinem... Eieiei. Jetzt komm schnell. Tausch ihn aus. Tausch ihn aus. Tausch ihn aus. Ach, das ist so belastend. Alter Schwede, kriegt der Damage. Uff, 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 uff. Du verlierst. Er kriegt 30 Damage gefühlt und du verlierst trotzdem. Okay. Come on, Boy. Jetzt mach das Richtige.
Und jetzt kriegt keine Viper 3. Ich meine, du hast noch Geld, der andere nicht. TL2. Tauscht jetzt nicht aus. Gegen Bounty Hunter, tausch gegen Bounty Hunter, tausch gegen Bounty Hunter, tausch gegen Bounty Hunter. Please, 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 tu es, tu es, tu es, tu es. Tausch gegen Bounty Hunter! Na, warum denn nicht? Ich bin der ultimative Backseat-Gamer gerade, ne? Okay, in der Runde wahrscheinlich eh nicht so wichtig gewesen. Okay. Oh, nice. Oh, er hat Tango gekriegt. Also ich bin irgendwie für ihn, obwohl ich glaube, dass er gewinnt. Vielleicht auch deswegen. Er wird auf jeden Fall 2 Level aufgehen, mindestens, wenn er gegen ihn, wenn er Erster wird. Ich weiß nicht, ob ich das gut heiße, dass er jetzt den Level 2 aufgelevelt hat, wo er jetzt Arc hier hat. Nimm jetzt... Okay. Naja, okay, klar. Na, er hat es jetzt immerhin drin. Ich meine, er hat jetzt 8 Assassin. Einer fehlt ihm noch. Gibt es 9 Assassin? Oder brauchst du... Nee, es gibt 9 Assassin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, Queen of Pain fehlt ihm. Er braucht noch einen Tusk, einen Lycan, eine Death Prophet. Oh, du hast jetzt... Sultcross. Das Problem ist, die profitieren ein Feld darum. Das heißt, Moment, die profitieren aber während des Kampfes, ne? Ah, das ist halt ein bisschen übel jetzt. Er gibt auch sein Geld. Er hat auch 20 Gold, also Viper 3, Morphling 3 und die Queen of Pain. Das ist alles noch drin. Okay, jetzt stehen sie aber gut. Ah, naja, es geht. Besser als letzte Runde auf jeden Fall. Oh, guck mal. Alright, 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 alright. Beide gewonnen. Bald werden Leben abgezogen. Ich gönne jetzt die Queen of Pain und die Viper, komm. Er rollt. Okay. Er hat Nayo bekommen. Lycan 3. Okay, ein Morphling, eine Viper, eine Queen of Pain. Da ist die Viper. Okay. Stell rauf, stell was rauf, stell was rauf, stell was rauf. Nicht den, den! What the heck? Was sind nicht mal die TA? Also Morphling 1. Der Lycan 3 macht aber den größeren Unterschied als die Viper 3 anscheinend. Er braucht dringend seine Queen of Pain. Weil ab jetzt wird, glaube ich, Leben abgezogen. Ein Tusk, eine Death Prophet, 3 Witch-Doktoren. Ah, okay, er hat ausgetauscht. Er hat nur 8 Gold, er rollt jetzt auch. Ich meine, er muss seine TA ja schon halten, weil wenn er halt den Morphling aufleveln kann, dann bedeutet das natürlich, dass er den Slot füllen muss. Da keine, es macht halt einen großen Unterschied, dass er die Queen of Pain dann hat, ne? Wenn er die bekommt, dann hat er nochmal 15% auf 700% Damage. Jetzt starten sie wieder besser.
Reicht aber wieder nicht. Und jetzt hast du nur 10 AP. Ach komm, gib ihm die Queen of Pain. Ich meine Runde 40. Okay, er sucht... Oh, jetzt hast du aber... Du hast noch 2 Gold. Okay, kauf irgendwas. Kauf irgendwas. Und stell's rein. Oder hast du nichts in der Leiste, was 2 Gold? Irgendwas? Ist völlig egal was. Anscheinend hat er nichts im Roll. Aber jetzt ist auch Runde 40. Das heißt, jetzt kommen diese Trolls. Da bin ich gespannt. Ah, tankt auf jeden Fall nicht so lange wie sonst. Aber die räumen das Feld von hinten auf und das ist halt wichtig, weil das die Damage-Dealer hier sind. Stout Shield für seinen Tank nochmal dazu. Oh, er hat die weggeputzt. Aber du auch. Da hinten liegt noch ein Stout Shield. Oh, nochmal Hyperstone. Das heißt, er hätte Moonshot, aber er hat das Soul Crush gemacht. Task 3 ist da. Er hat BKB, noch ein zweites. Wobei das nicht so krass... Obwohl, doch, er hat Magical Damage. Nein, er kriegt seine Quap nicht, Alter. Er hat noch nix bekommen. Okay. Solltest den Hyperstone... Oh nein, er stackt wirklich seinen Slug komplett. Also PA ist da wesentlich besser. Mit Morbid Mask, weil sie sich halt so gut voll healen kann mit Crits. Mit 5 AP, ich glaube, das war's, ne? Oh, schade. Ich meine, ich habe gesagt, dass der andere gewinnt, deswegen alles cool, aber trotzdem war es schade irgendwie. Aber Knight 3 ist auf jeden Fall geworden, oder? Der Russe. Gucken wir mal. Knight 2 nur ist ja ein bisschen undankbar. Naja, nichtsdestotrotz war ein spannendes Finale. Leider hat er die Queen of Pain nicht mehr bekommen. Ein, zwei Runden hat er so ein bisschen was, I don't know. Aber trotzdem war es ja lustig anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal rein.